Lamos. Weißt du, er hat einfach einen Lamos, ne? Also ein Cheetah. Ich habe einen Nidoran. Ah, so süß. Feurio, nein, das ist nicht deine Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zu Nintendo Randomizer. Pokémon Blaue Edition. Pokémon Blau Randomizer. Ja. Oder so in der Art. Ja. Ich bin Balui und ich bin neben Miri und muss gucken, dass sie ordentlich spielt. Oh, jetzt weiß ich nicht mal, was meine Tastenbelegung war. Wo bist du denn da gerade? Das ist der erste Arena-Leiter. Oh. Ich bin der Arena-Leiter von Mamoria City. Rocco. Oh nein, Rocco. Pixel Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Am besten ist, wenn einfach nur ein Wort in der Zeile steht. Ja. Ne? Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Welch ein Wunder. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Zeig mir, wie gut du bist. Ich wette, mit dir hat gar keine Stein-Pokémon. Ist das in Randomizer so krass? Er heißt Pansy? Übrigens Pansy. Ja, wie heißt der Pansy? Ich dachte, er ist Rocco. Weil die Trainernamen auch random sind. Was? Oh, ein Stein-Pokémon. Ich hab tatsächlich alle Geister-Pokémon, so eine Scheiße. Wieso? Ja, weil ich nur Normal-Pokémon hatte. Oh. Ist mein Pokémon-Schlecken, du Arsch. Boah, die Animation und Grafikpixel, ne? Ist schon krass. Was? Das sieht doch super aus. Boah. Oh, das hat aber wenig. Ja, was hat Wirbel? Nein, du Arsch. Er hat mich verwirrt. Ja! Oh, diese Animation. Ist das Original Blau-Animation? Ich kann mich daran ja, echt nicht mehr erinnern. Was soll der Sound sein? Glaubst du, ich habe die Animation schlechter gemacht? Naja, vielleicht haben sie ja überarbeitet für diese Version. Ach so, dass sie besser aussieht. Ja. Ja. Dino, er ist einfach Dino. Dino. Das sind von Zuschauern die Spitznamen. Wie kann er ein Zuschauer Dino heißen? Okay. Hat sich als Namen ausgedacht. Los. Quarkrache. Aber Dino hätte auch von dir einen Spitznamen für Nido. King, aber nicht Queen. Für Aquana. Ich wusste, dass das Aquana sein soll. Ja, Aquana! Das ist, man erkennt nicht, dass es Aquana ist. Doch, jetzt so langsam. Boah, übel. Da, du hast zwei? Ja. Warum? Wie zwei? Das sind ja nicht die gleichen Pokémon. Die sahen doch früher gleich aus. Hier. Die sehen echt gleich aus. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich weiß nicht, was das, ist denn was das? Das ausgemacht. Aber es ist das sind nicht die gleichen Pokémon. Die hatten nur eine bestimmte Anzahl an. So, okay. Okay, so. Ich kann nicht mit normalen Attacken angreifen, ne? Ja. Deswegen habe ich einfach verwirrt. Weil ich okay. Davor noch nicht Aquana hatte und mit nichts angreifen konnte. Boah. Was machst du jetzt? Die ganze Zeit verwirren oder was? Ja, warten, dass es sich selbst schlägt. Okay. Ah ja, das macht wahrscheinlich mehr Schaden als alles andere. Ja, wie gesagt, ich mache gar keinen Schaden mit normaler Attacken. Oh Mann. Was hast du denn für Pokémon? Was soll das überhaupt sein? Das ist ein Schlurp. Ah, das ist ein Schlurp. Das mit der langen Zunge. Jetzt sehe ich es auch. Das ist aber auch, also die Bilder davon sehr seltsam. Aber klar, wie hätte man das besser pixeln sollen, ne? Von vorne erkennt man es ja nur, von hinten erkennt man ja, die kein bisschen. Also. Schlag dich selbst! Komm, bring dich um! Boah, das kommt aber so oft durch, dieses Mal, ehrlich. Oh. Und dein anderes Pokémon hat auch keine Spezialattacke. Keine, die nicht normal ist. Nein, hat es nicht. Okay. Und erneut verwirrt. So spannend. Das ist aber auch gemein, als ersten Orden hast du gleich Geist. Wie kann man so viel Pech haben, ha? Aber du hättest ja auch ein Pokémon finden können, was schon mega Attacken hat, oder nicht? Ja, habe ich doch Aquana. Ich habe keine Pokebälle mehr. Ich kann nichts mehr fangen. Du kannst keine kaufen? Ich habe kein Geld mehr, nein. So. Das wusste ich ja nicht. Man macht doch bei den Kämpfen kriegst du keinen, nicht so Geld. Ich habe keine Kämpfe mehr gehabt. Es gibt ja nicht viele Trainer. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Kein bisschen. Schon so lange her.
erschlag dich noch einmal, braves Ding. Ah, du hast gewonnen, Glückwunsch. Ja. Hätte das auch was anderes sein können in der ersten Arena, ja, als natürlich. Geist? Ja, natürlich. Das hätte jeder Typ sein können, aber es war Geist. Pech hoch 10. Pansy. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Das passt natürlich, der Felsorden. Das ist natürlich auch sehr witzig. Die Dialoge sind viel kürzer als in X, als in Y und Omega Ruby. Nicht unbedingt, nein. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Cool. Miri gewinnt 1380 Pokédollar. Warte, nimm das hier mit. Blitz. TM3. Ein TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen. Naja, bla bla, können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Oh, ja, stimmt. Das war dann noch. Nein, das war wähle, ja damals. Wähle sorgfältig. Jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. TM 34 ist Geduld. Ah, keiner. Deine Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Diese Attacke gibt es schon so lange. Ja, natürlich. Er hat sich einfach weggedreht von mir. Ja. Boah, dieser Zeilensprung, ne? Oh, die Musik! So schön. So lange her, dass ich sie das letzte Mal gehört habe. Und man kann nicht mal rennen. Das ist eh das Schlimmste. Hallo? Hallo, einmal Halle machen. Ja, ja, macht mal wieder ganz. Das ist immer noch genau der gleiche Dialog, ne? Ja, stimmt. Na dann gehen wir weiter. Keinen Ball kaufen? Doch, natürlich. Aber da muss ich erstmal hinlaufen. Weißt du, damals waren Pokémon Markt und Pokémon Center noch nicht ein Gebäude. Ja, das weiß ich. War ja in Omega Rubin auch so. Ich dachte nur, weil du gesagt hast, weiter, dass du jetzt auf die Route gehen wolltest. Sofort. Yay. Und schon haben wir kein Geld mehr. Wie wenig Geld hatte man denn? Wahrscheinlich habe ich einfach die Krankheit, kein Geld auszugeben seit dem Pokémon-Spiel oder so. Ich gebe wegen Pokémon nie Geld aus für irgendwas, außer Bälle. Oh, ein Trainer, hallo. Hi. Oh, ein Trainerin, oh, wow, hallo. Das geht aber... Da kann ich aber nah rangehen. Ja. Krass. Was starrst du mich so an? Die Animation, ne? Das war auch Tradition schon immer. Ja. Oh, die zusammengekaut Göre. Ein Anton! Das ist mit Aquana vielleicht nicht gerade das Beste dagegen. Ja, was soll ich dann einsetzen? Ich hab nichts. Was? Zuckruckhieb! Oh ja, ist ja okay. Nee, ich mein Pokémon kratzen. Boah, macht das wenig Schaden. Aquana muss echt mal ein bisschen leveln. Vor allen Dingen, ja. Mit drei Pokémon kommst du auch nicht so weit. Warum? Aber das haben die wahrscheinlich extra so. Vielleicht gibt es weniger Geld als sonst, weil du... Oder hast du einfach so viele Bälle gebraucht, um Pokémon zu fangen? Ja, natürlich. Ich bekomme ja keine... Ich habe einen Aquana mit einem Pokéball gefangen, ja? Man fängt keinen Aquana mit einem Pokéball. Du kannst diese ganzen Pokémon... Die guten, die da kommen jetzt, die kannst du alle nicht mit einem Pokéball fangen. Okay. Dafür brauchst du einen Hyperball oder sowas. Was ist denn los? Hau ab! Katzen. Immerhin ist ein Aquana ziemlich stark, also hält gut was aus. Ja, natürlich ist es ein Aquana, das ich mit einem einzigen Pokéball gefangen habe. Einen. Also auf Anhieb. Ja, mit einem Pokéball. So gut. Gut, dass er vorhin gekrittet hat und zwei Schaden macht. Jetzt krittet er nicht und macht trotzdem... Er hat wieder gekrittet. Wie kann man so viel Glück haben? Das war ein Cheater. Aquana, kritte doch auch mal bitte. Ehrlich. Wenn er jetzt wieder krittet, ne? Oh, ausnahmsweise nicht. Aber er hat nicht gekrittet und macht trotzdem genau gleich viel Schaden. Ich habe mal gehört, das müsste mehr Schaden machen, wenn man krittet. Was? Yeah, Aquana, yeah. Level up. Na, was sagst du dazu? Du bist gefährlich. Wow, oh, wir können uns fast einen neuen Ball kaufen. Hallo? Hey, ich kenn dich aus dem Vetania-Wald. Ja, das ist bestimmt die richtige Stimme für so einen kleinen Jungen. Der ist im Stimmbruch. Oh nein, Käfersammler hat bestimmt kein Käfer-Pokémon. Doch. Passt. Warum haben die alle Wasser-Pokémon? Was ist falsch mit denen? Das wollte ich auch gerade fragen. Du hast die ganze Zeit nur Wasser-Pokémon. Crit! Und das macht auch Blubber.
Und die macht genauso viel Schaden wie die andere Attacke. Von dem anderen. Ja, ja, genau. Die haben alle die gleichen Attacken hier nur. Ja, also die gleichen Wasser-Pokémon. Blub, blub, blub. Vor allem haben die, da habe ich das Gefühl, die haben alle nur eine Attacke. Ah. Crazy Gaming. Das noch ein G Schlurp. Hat hinten nicht mehr rangepasst, wie noch ein Schlurp. Das ist das gleiche wie vorhin. Ja, ja. Oh Mann. Ach, ein bisschen mehr Schaden, aber auch nicht viel. Du schaffst das. Dafür ist seine Attacke, naja. Nicht mehr ganz so ineffektiv. Oh, go, go. Hättest du dir ein bisschen Mühe geben können. Nein, nicht Klammer. Au. Das kann was anderes. Aber ich glaube, ich muss zum Heilen zurückgehen. Ja, ich fürchte auch. Lamus! Oh, scheiße. Schaffst du das noch alles? Bestimmt. Lamus! Weißt du, er hat einfach einen Lamus, ne? Ah, so ein Cheetah. Ich habe einen Nidoran. Ah, so süß. So süß. Oh, das war aber gar nicht so schwach. Oh nein, dein Silberblick wird blockiert. Ja, oh nein. Das ist so gemein, ey. Oh nein. Die Attacke wollte ich gerade einsetzen. Mist. Ha. Das tat aber weh. Ja, natürlich, es ist schon voll entwickelt und meins ist. Noch nicht voll kleines entwickelt. Kleines Baby. Oh, das tut weh. Nein. Ah, und jetzt. Warum ist es denn jetzt verwirrt? Wie ist das passiert mit dem Verwirren? So gemein. Cheetah? Ja. Ah, ich bin schon gespannt. Oh, wir haben noch einen. Super. Und das heilt nicht mehr so viel. Oh. Ja, das ist ja ein Trank. Wie viel soll er heilen? Genug. Boah, das hat ja fast gar keinen Schaden gemacht. Nein, nicht wirklich. Das ist aber auch gemein, so ein blödes Lamus, ne? Was hat er noch als drittes? Das ist viel. Oh, du hast gekrittet! Wir sind so stolz auf dich. Yeah! Oh, warum sind hier immer alle sofort verwirrt von dieser scheiß Konfusion? Wehe dir, ich schwör's dir. Du kommst aus dem Team. Und tschüss. Oh. Das war aber auch gemein. Wie kann man so viel Pech haben? Und dann crittet er auch noch. Du Scheiße, der hat noch ein drittes Pokémon. Na, das kann ja was werden. Immerhin hast du ihn zu Tode getrampelt. Ja. Vielleicht hat er jetzt nur noch Schrott. Yay! Ah, Level up. Was hat er denn noch? Ein Golking. Was ist denn falsch? Ich bin so ein Arsch. Ja, gut. Hallo. Das sieht aber gruselig aus. Ja. Willst du es nicht verwirren? Wie denn? Ich bin doch eh langsamer. Immerhin macht Stampfer ganz gut Schaden, ne? Autsch. Autsch. Go, go, go. Nein, du überlebst mit einem KP. Nein! Oh nein, das ist so. Oh, ich glaube nicht, dass King schneller ist als Golking. Oder? Ah. Ich glaube, das reicht nicht. Ah, doch! Gut gemacht! Und er kriegt direkt Level Up dafür. Oh Mann. Alter. Das war aber knapp. Du hast mich wieder besiegt. Ach, hier rennen die gleichen Typen noch überall rum. Was war das? Beschleunigen. Das gibt's? Ja, im Emulator schon. Aber so heftig. Ja, ich weiß, das kann man irgendwo einstellen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Ich hab's immer vergessen. Ah, unser Team ist wieder alle. Hab ich gerade B gedrückt? Weiß ich nicht. Das ist noch nicht heile. Jetzt ist es gleich heile. Ach, so schön. Das ist so gemein, wenn einem plötzlich so ein Trainer gegenübersteht. Kingla, Lamus und Golking. Ja, so nett. So gerecht. Ja, wir haben 3 Kämpfe gemacht in dieser Folge. Wow. Ja, ne? Sehr erfolgreich. Mit dem kämpfen wir aber erst in der nächsten Folge, oder? Das dauert bestimmt wieder stundenlang. Ja, bestimmt. Ja. 5 Minuten aus schon so ein Kampf, ne? Mindestens. 4 Minuten. Na dann. Ja, muss ich das jetzt abmoderieren? Ja, du hast angefangen. Oh, ich hoffe, euch hat das bei Miri gefallen.
kommt morgen wieder, da kriegt ihr die nächste Pokémon Nintendo Blau Randomizer Dings Nuzlocke. Nein, ohne Nuzlocke. Ja. Folge zu sehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und lasst ein Däumchen da, nicht vergessen. Tschüss. Tschüss.